Okay, ich bin jetzt seit 15 Jahren, würde ich sagen, professionelle Musikerin, aber ich habe noch nie ein Konzert komplett mit Gitarre gegeben. Deswegen, der Jens Johnson Jr. hat mich in einem richtig guten Moment erwischt, hat mir Anfang des Jahres eine Mail geschrieben und gemeint, hey, hast du Bock, mal einen Gitarrensong, also ein Konzert mit Gitarre zu spielen? Und ich dachte mir, ey, neues Jahr, neues Glück, nur Herausforderungen, yes, Challenge, nehme ich sofort an. Letzte Woche habe ich es richtig bereut, aber jetzt freue ich mich wieder total, dass ich hier bin. Wirklich super schön. Ich habe mir gedacht, ich erzähle einen Schwenk aus meiner Jugend. Und zwar, wie es dazu kam, dass ich Gitarre gespielt habe. Denn ich habe so mit 5, 6 Jahren ungefähr angefangen, Klavier zu spielen. Und es lief dann so ein paar Jährchen. Und ich hatte schon immer so die alten Platten von meinen Eltern gehört, Beatles, Eric Clapton, was sie alles hatten. Meine Mutter war riesen Elvis-Fan und sowas. Und ich dachte mir immer, ey, Gitarre ist so cool. Und ich mit meinem Klavier, das ist irgendwie so ein, das ist zwar ein super charmantes Instrument, aber es ist halt einfach nicht cool. Und wenn du dann in dem dementsprechenden Alter bist und dir denkst, jetzt möchte ich eigentlich mal cool sein, naja, dann kam es dazu, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und meinte, hey, ich hätte total Bock auf Gitarrenunterricht und ich muss dazu sagen, ich komme aus einem, kann man so sagen, Kaff, das hat quasi fast mehr Kühe als Einwohner, sage ich immer so schön, weil das nächste, die nächste größere Stadt ist 17 Kilometer entfernt, das heißt, man muss da mit dem Auto hingefahren werden, weil der öffentliche Nahverkehr ist einfach total schlecht, ist übrigens auch heute noch so, und es würde bedeuten, einmal mehr diese 17 Kilometer hin und wieder zurückfahren. Ihr könnt euch vorstellen, meine Eltern waren super begeistert. Und was sie mir da erzählt haben, das hört ihr jetzt in dem nächsten Song. My mama's screaming for some lunch, but I'm away and I won't come back. Cause there's something whispering in my ear, saying, hello, Jules, what's up? It's me. So I was playing just 4 hours, only the piano and me. But someday that I was screaming, I wanna have a guitar on my own. Cause I wanna be cool, and I wanna be hip, and I wanna learn it just on my own. But my father said, please decide now, we can't afford for more. My mama said, I won't drive you, decide. It's Ray Charles or Jeff Beck. And I said, Papa, I wanna play guitar like real cool again. Mama, I wanna play guitar like real cool thing, man. Oh. Please decide now, we can't afford for more. My mother said, I just won't drive you, decide it's Ray Charles or Jeff Beck. Und da ist Jeff Beck jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich habe keinen anderen Gitarristen gefunden, der hat im Vornamen und im Nachnamen eine Silbe hat. Wenn euch einer einfällt, sagt Bescheid. Jens Holt. Sehr gut. Ja, aber das war ziemlich so gut auf das, was ich davor singe. An den habe ich auch schon gedacht. Das ist schlecht. But I said,